So, wenn Beziehungen auseinandergehen, dann fangen die Menschen an, sich auf genau das Gegenteil zu fokussieren, auf die Dinge, die sie nicht mögen. Ja, der schnarcht, ich kann nicht schlafen, der macht immer die Zahnpastatube so doof zu, der lässt den Toilettendeckel immer offen und mir helfen im Haushalt tut er auch nicht und dann ist er abends immer weg, der kümmert sich gar nicht mehr um mich. Und so fangen die dann an, vom Verliebtsein, von gegenseitiger Achtung und Respekt genau ins andere Ende der Polarität zu gehen. Das ist schleichend. Ja, in ganz kleinen Nuancen geht es immer weiter. Und das ist dann das Ende der Beziehung, der Anfang vom Ende der Beziehung. Ne? Weil wenn man sich auf den Müll fokussiert, dann kriegt man auch immer mehr von dem Müll. Und wenn du dich auf das Gute fokussierst, dann bleibt das Gute erhalten. Dann kriegst du immer mehr von dem Guten. Und das ist ein großes Geheimnis für die Qualität der Beziehungen. Und wenn du jemanden hast, mit dem du Schwierigkeiten hast und mit dem du gerne ein besseres Verhältnis haben würdest, dann fokussiere dich auf die Dinge, die dir gut gefallen an dem Menschen. Und das verändert deine Ausstrahlung und mit deiner Ausstrahlung geht dieser andere Mensch nicht sofort, aber mit der Zeit in Resonanz. Ja? Und sei immer konsequent, wohlwollend, freundlich und respektvoll. Und wohlwollend, freundlich und respektvoll sein heißt nicht zu sagen, was man will oder keine Grenzen zu setzen. Im Gegenteil, das heißt auch Grenzen setzen und zu sagen klipp und klar, was man will, aber immer mit Freundlichkeit, Wohlwollen und Respekt, egal wie die anderen Menschen sich verhalten. Ja? Weil alles andere würdest du sagen, ja, hör jetzt endlich auf damit, das sollst du nicht tun, weil das würde alles nur dein Ego sagen und es würde die Situation verschärfen. Ne? Aber solange du der Beobachter bist der Situation und einen Schritt zurücktrittst und aus deinem Ego auf diese Weise austrittst, zum bewussten Beobachter wirst, da kannst du immer mit Wohlwollen und Freundlichkeit und Respekt reagieren. Immer gelassen und friedvoll im Inneren. Und das, wenn das deine Ausstrahlung ist, dann werden alle anderen dazu neigen, also die mit dir in Kontakt sind, damit in Resonanz zu gehen. Oder es wird denen sehr schwer fallen, zum Beispiel aggressiv zu sein in so einer Schwingung. Wird denen sehr, sehr, sehr schwer fallen. Und mit konsequentem Wohlwollen, mit konsequenter Freundlichkeit, auch mit konsequenten Sagen von dem, was du willst, was du erwartest, aber eben auf freundliche, wohlwollende Art und Weise. So wirst du definitiv das Verhältnis viel weicher machen, verbessern, vertiefen, vertrauensvoller machen, indem du beginnst, dich auf die guten Sachen, die angenehmen Seiten dieses Menschen zu fokussieren und dir das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und wenn du denkst, ah, der hat dies und jenes gemacht, dann ist das der Fokus auf den Müll in dem und dann fokussierst du dich sofort um, weil du weißt, was es bringt. Ja, weil das verschlechtert die Beziehung, das verschlechtert das Vertrauensverhältnis, das verschlechtert alles. Auch wenn es nicht aussprichst, auch dann, wenn es nur denkst. Es hat nichts mit Kommunikation zu tun. Du strahlst das aus, was du denkst. Deswegen ist es klüger, wirklich das Beste von den Menschen anzunehmen. Dann hast du viel mehr die Chance, auch das Beste zu bekommen. Wirst du trotzdem nicht immer. Ja, du wirst trotzdem ab und an mal enttäuscht. Aber viel, viel, viel weniger als ein Mensch, der nicht das Beste annimmt, der nicht das Beste erwartet, der nicht wohlwollend und respektvoll und freundlich ist. Das hast du sehr gut gesagt. Du ziehst es in deinen Fokus. Das, was du nicht willst, ziehst du in deinen Fokus. Und das ist der Anfang vom Ende. Damit zerstörst du das Fundament einer jeden Beziehung, so traurig wie das ist. Und deswegen gehen so viele Beziehungen in die Brüche, weil die Menschen so unbewusst sind. Aber das ist ein Training, was nicht von heute auf morgen klappt. Du kannst nicht sagen, ja, jetzt fokussiere ich mich sofort um. Du kannst nur beginnen zu trainieren und dich so oft umzufokussieren, wie es dir gerade möglich ist. Und so kannst du deinen Fokus stückweise immer mehr verschieben, bis du dir wieder antrainiert hast durch wiederholtes und wieder wiederholtes Üben, durch monatelanges Üben, dass der Fokus wieder auf das Gute gerichtet ist. Und je mehr der Fokus auf das Gute in deinem Partner gerichtet ist und dein eigener Fokus auf Wohlwollen, auf Freundlichkeit, desto tiefer wird die Beziehung, desto besser wird der Sex, desto häufiger wird der Sex, desto mehr Vertrauen hat man gegenseitig, desto leichter wird die Beziehung.
Und so beeinflusst du mit deinen Gedanken, mit deinem Mindset, das wiederum deine Emotionen und dein Handeln beeinflusst, beeinflusst du die Qualität deiner Beziehung, so wie du mit deinen Gedanken jeden Lebensbereich beeinflusst. Jede Kleinigkeit beeinflusst du mit deinen Gedanken. Das ist verrückt.